Dinos. Nee, da sind Dinos. Och, ich klatsche aber auch überall gegen. Das ist nicht lustig. Wenn ich Aua durch Hagel mache, ist das auch nicht lustig. So. Wie schaut's denn bei dir aus? Du machst noch fleißig Biosprit. Okay, dann gehen wir erstmal wieder rein ins Warme. So, du bist fertig. Strom sparen. So, Dinofleisch, Pflanzenproteine. Küche. Viel Gemüse? Da. Ein Fleisch bitte. Und meine leckeren Konzentratriegel. Oh, geil, lecker Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Njom, 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 njom. So, ja. Achso, Holzstämme habe ich da liegen. Oh, da ist noch eine. Dann verteilen wir erstmal die Sachen wieder unter den Armen. Stahlplatte, Magnesiumerz, Pflanzenfaser. Das, das, das. Kohlenstoffsubstrat. Wobei ich jetzt erstmal den Schotter erstmal hier wieder rausnehmen werde. Holzlatten kommt da rein. Baumstämmchen kommt da rein. Dann kann ich hier erstmal wieder ein paar Ressourcen einschmelzen lassen. Oh, ich habe echt Kobalterz. Echt. Ah ja, wir machen jetzt mal Eisenbarren, Siliziumbarren, Kobaltbarren. Lassen wir uns erstmal alles durchlaufen. Magnesiumpulver. Das ist Magnesiumerz. 10. Dann müsste die Kochstation schon durch sein, genau. Dann gibt es erstmal das, 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 das. Oh, immer diese Inventarverwaltung. So, das Multiwerkzeug kommt erstmal da rein. Apropos Multiwerkzeug, so, ich habe hier Energiezellen und ein Multiwerkzeug. Und ein paar Blöcke. So, Texturpainter brauche ich gerade nicht. Munition verwalten. Zack. Das heißt, dann haben die Geschütze jetzt auch Munition. Das heißt, ich könnte jetzt die Geschütztürme aktivieren. Und dann würden sie auch noch feuchtfröhlich losschießen. Aha. Gut, okay. Ihr seid fertig. Eisenerz. Warum hast du kein Eisen? Warum habe ich kein Eisenerz gemacht? War auf den falschen Knopf. So. Mach mal. Mach mal schöne Ressourcen für mich, bitte. Danke. Okay, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Management. Multiwerkzeug. So, zerlegen kann er, demontieren kann er, reparieren kann er, upgraden kann er, herabstufen kann er, drehen und was bringt Transparenz? So, zerlegen kann er. Zerlegen oder demontieren? Ah, je nachdem. Okay. So, ich hatte mir überlegt gehabt. Muss mal ganz kurz gucken für die Aufnahme hier. So. Ich würde sagen, ich. Ach komm, ich mach die Session einfach. Oh. Wo war was? Hagel. Hagel doof. Hagel doof. Gut, okay. Jetzt kann ich nicht nach draußen gehen, weil Hagen. Hagen, weil Hagel. So, ich war jetzt hier am Überlegen. Zerlegen. Achso. Bitte einmal Reload. Oh. Zack. So. Ob ich mich hier von der Kommandozentrale aus nicht nach hier unten buddel mit dem Fahrstuhl. Und hier unten drunter Aushülle. Das war jetzt gerade so meine Überlegung, weil ich hier aus dem chilligen Room wollte ich das jetzt nicht machen.
Das heißt, ich bräuchte hier. Aber wenn das nicht luftdicht ist, dann müsste ich mir das ja dann draußen luftdicht machen. Weil jetzt bin ich gerade überlegen, Kraftfeld hier draufsetzen und dann. Muss ich kurz überlegen. Muss ich mal kurz ausprobieren. Und dann hülle ich mich unter die Erde. Ja, ist ja gut. Gerüstblöcke, Treppen, eine Leiter. Eine Leiter wäre natürlich auch geil. Aber ich möchte das mit dem Fahrstuhl machen. So, Dekoblöcke brauche ich ja nicht. So, Aufzugsblock und ein Kraftfeld. Da machen wir mal eben. Machen wir mal eben so. So, was haben wir denn hier? Arbeitslichter und Lampen. Cool. Ist auch wahrscheinlich auch was Neues zu sein. Ventilatoren, Klonkammer, Straßenlaterne. Hier kann man aber neues, hier kann man aber ein paar neue Sachen rein, ne? Okay. Dann schauen wir mal. Ich muss ja das mit dem Kraftfeld, muss ich erst ja abdichten. So. Nein. Hier oben bitte. So. Das heißt, den Kohlenstoffverbund, den zerlege ich jetzt. Oder? Ja. Den zerlege ich jetzt. So, das heißt, wir hätten jetzt hier Außenatmosphäre, richtig? Richtig. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier ein Kraftfeld legen. Okay. Dies war schon mal nicht richtig. Dann demontieren. Ah, hoch und runter. Oh, immer noch nicht richtig. Naja, fast. Wir sind ja schon mal oben. Genau, jetzt ist es nämlich hier kalt. Okay. Ach, jetzt kommt dieses tolle Drehen. So, hoch. So. Das heißt, der zeigt jetzt nach oben. Ich werde das irgendwo mal noch hinkriegen. Vielleicht setze ich auch erstmal hier den Aufzugsblock rein. Vielleicht wäre das ja erstmal ganz angenehmer. So. Ah, okay. Okay. Ist ja okay. So. Jetzt bin ich aber immer noch am Überlegen, wie muss ich den jetzt drehen? Hoch, 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 hoch. Ich bin völlig verwirrt. Es wird doch wohl möglich sein, dass ich das Ding doch. Oder muss ich die Ding. Es wird ja wohl auch möglich sein, dass ich den dann oben. Dass ich den dann doch auch oben drauf platzieren kann. Pop mal auf. Pass mal auf.
Wir machen jetzt noch. Jetzt kann ich auch keine Kraftfelder mehr herstellen. Ich kann keine Kraftfelder mehr herstellen. Das ist mies. Das ist mies. Das heißt, dann muss ich dann doch einmal üben, wie ich das dann da hinkriege. Oh Gott. Das wird jetzt wieder was. Ich will das Ding doch so platzieren. Gitter. Auch wenn das jetzt absolut geil. Okay, gut. So viel dazu. Ja, man muss einfach nur ausprobieren. Okay, auf jeden Fall. Was ich vorhatte, war jetzt, mich jetzt hier unten durchzubuddeln und das auszuhüllen. Das heißt, ich müsste dann draußen auch Kraftfelder machen, oder ich mache jetzt draußen dann... Ah, ist ja geil, ich gehe ja sowieso mit der Drohne. Ressourcenabbau-Modus mit der Drohne und dann... Gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. So, das heißt, ich mache mir jetzt tatsächlich erstmal mal kurz ein paar Stöckchen. Eins, zwei, drei, vier. Ups. Ding, ding. Jetzt braucht er so ewig lange. Das heißt, ich müsste die ja von außen dann auch alle mit einem Kraftfeld versehen. Wenn ich den Raum unten nutzen möchte, ja. Und dann ist das halt so. Hagel. Wir können sowieso nicht nach draußen, also können wir auch hier. Dann können wir auch hier machen. So. Ja, hier müssen wir. So. Ist das ein anderes Objekt im Bereich so? Nein, da ist kein anderes Objekt in dem Bereich. So. 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 Noch eins tiefer, noch eins tiefer. Gut, dann haben wir auch hier unseren Einstieg und zack. So, wir haben doch noch unsere Holzblöcke noch hier drin. Dann wird der Raum hier unten mit Holzblöcken ausgekleidet. Haha. Oh, oh. Jetzt geh doch hier dran. Dann muss ich mich halt nochmal ein Momentchen hier durchbuddeln. So. Jetzt müsste es doch funktionieren. Geh doch einfach hier. Ja, ich hatte dich gerade. Ich hatte dich gerade. Komm schon. Ja. Ja. Oh, gut. So, dann ist das hier. Unser Fundament.
So, und das heißt, wenn ich dir jetzt hier einen Block verpasse, da einen Block verpasse, da einen Block verpasse, dann dürftest du ja schon fast wieder dicht sein, ne? Hier ein Block. Geht sowieso unter die Erde. Ja, muss mal gucken. Dann zur Not kommt dann hier noch irgendwo noch ein Kraftfeld rein oder sowas. Hier irgendwie sowas, falls ich hier ein Kraftfeld einsetzen kann. Okay, gut. Dann buddeln wir uns doch jetzt erstmal hier weiter. Ja, mal kurz gucken. In der Höhe. Genau, dann machen wir uns das jetzt erstmal hier gemütlich. Und buddeln uns jetzt erstmal hier von links nach rechts. Und dann geht es hier unterirdisch weiter. So, mit dem Bohrerladung oder mit dem Bohrer und mit dem Bohrerladung wäre das natürlich jetzt viel, viel angenehmer. Das würde jetzt viel, viel schneller gehen. Ich hatte vergessen gehabt, dass das Multi-Werkzeug gar nicht diese Funktion mehr hat. Aber Bohrerladung haben wir ja gerade gesehen gehabt, was sie für Ressourcen brauchen. Das ist halt ein bisschen unschön. So. Damit kann man doch schon mal. Damit kann man doch schon mal arbeiten. Das ist doch schon mal was. Zack, 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 zack. Ich denke auch nicht, dass wir tiefer gehen müssen. Wenn wir drei hoch sind, wenn wir das hier ausschachten, drei hoch, dann sind wir aber schon an der Oberfläche eigentlich, ne? Das heißt hier raus, das heißt eigentlich nur maximal zwei hoch. Eins, zwei. Wenn ich das jetzt hier als Höhenmaß nehme, weil noch ein höher, dann kommen wir nach oben. Es gibt auch ein paar Geräte, die noch ein bisschen höher sind. Das heißt, wir könnten uns auch irgendwann mal hier eine Rampe runter machen, ne? Da wäre ich doch vielleicht noch mal einen tiefer gegangen. Ach, passt schon. Guti, guti. So muss das laufen. Ja, warum wolltest du das jetzt nicht platzieren? Ach, weigerst du dich, diesen Block zu platzieren? Weigerst du dich? Dass die Blöcke sowas machen, dass sie sich einfach weigern, sich platzieren zu lassen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
So. Können wir uns aber zumindest jetzt hier schön durchschnuckeln. Und der Vorteil ist, es gibt auch noch Schotter. Entschuldigung. So, das heißt, die Decke könnte ich hier auch schon mal wieder weiterziehen. Ups. Jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir noch in die Breite? Ach, das wird sowieso ein Projekt hier werden. So, mal ganz kurz gucken. Ja, hier sind wieder die Minustemperaturen, das war mir schon fast klar. Ich glaube nicht, dass ich hier zwischendurch. Das Einzige, was dann noch bleibt, ist dann tatsächlich dann hier Kraftfelder aufzubauen. Oder kann ich hier auch noch, kann ich hier noch Türen reinsetzen, zufälligerweise? Türen. Könnte ich mal gucken. Lassen sich keine Blöcke mal reinsetzen. Mal gucken. Türen. Rampen sind nicht luftdicht. Rolltore sind luftdicht. Rolltore wäre noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, die gepanzerte Tür lässt sich nicht davor. Doch, die gepanzerte Tür lässt sich davor setzen. Ah, wir machen mal Rolltore. Rolltore sind luftdicht. Automatiktüren gepanzert. Eine gepanzerte Tür brauche ich aber nicht. Ich brauche nur eine ganz normale Automatiktür. Ganz normale Tür. Okay. Und dann machen wir noch Rolltore. Hallöchen, Bendeth. Wie ist der Plan? Der Plan sieht gerade vor, die Basis ein bisschen auszubauen. Um ein bisschen zu customizen. Und ich versuche mich gerade hier mit diesem, Objekte wieder drehen. Ich schaffe das nicht, Objekte zu drehen. Nicht vernünftig zu drehen. Doch, irgendwie schon, aber auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe angefangen, mich hier schon mal durch den Boden hier zu hacken. Und dann hier unten drunter weiter auszubauen. Weil die Basis an sich, wirst du ja sicherlich gesehen haben, bietet ja nicht ganz so viel Platz, um sich hier noch irgendwie ein bisschen zu verewigen oder sowas. Also wir sind ja schon platztechnisch hier echt ein bisschen limitiert. In der Session habe ich jetzt schon ein paar Energiekondensatoren schon aufgestellt. Und draußen, jetzt können wir mittlerweile nach draußen gehen. Geil. Und draußen den Solarpaneele-Park schon mal aufgebaut. Um die Stromversorgung
zu gewährleisten. Damit wir, oder damit ich hier nicht am laufenden Band hier irgendwelche Biokraftstoffe herstellen muss. Was? Chat ist rechts von dir, soweit ich es noch weiß. Ja, in der Streaming-Übersicht tatsächlich, also in YouTube Studios ist das tatsächlich so. Da ist der Chat rechts, richtig. Und guten Abend. Hab's mir aber hier im OBS, habe ich hier ein Plugin eingebunden, wo ich den Chat von YouTube und Twitch gleichzeitig lesen kann. Seit 3 Tagen. Ach, ein Neuling. Ja, wie schön. Wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Beim Herumprobieren und Ausprobieren und zu erkunden. Mein Gott, braucht er lange, um das jetzt zu konstruieren. So. Gehen wir erstmal wieder ins Keller allein. Wupp. Also, gucken wir mal. Das Türchen kann ich tatsächlich hier vorne vorplatzieren. Das ist ja schön. Nehme ich mir zwar einen Platz weg, aber das ist egal. So, jetzt noch die Rolltore. Falls euch, ich weiß nicht, ob ihr das hört, dieses Tick, ob ihr das hört, weiß ich nicht. Falls ihr es hört, dann mir Bescheid geben, dann versuche ich das auszustellen. Das ist für mich der akustische Hinweis dafür, dass jemand geschrieben hat. Sonst übersehe ich das Ganze wieder. So, und das mit den Dingern funktioniert hier auch, mit den Rolltoren. Dann kann ich das hier unten abdichten. Da, 4 Stück fehlen mir noch. Achso, genau, und die Rolltore haben hier ein eigenes Kraftfeld. Haha, so kann ich auch mogeln. Haha, so kann ich mogeln. Also... Gameplay und Baumodus sehr nice. Yes, definitiv. Physik. Naja, ist auch noch ganz gut, würde ich sagen. Fahrzeugkontrolle. Ja, Hoverbike. Stimme ich hier zu. Hoverbike ist absolute Katastrophe. Aber was Flugzeuge angeht, das geht eigentlich. 3 Stück brauche ich noch. Das geht aber noch. Wieso kann ich jetzt keine Rolltore mehr bauen? Mir fehlen Motoren. Was brauchen wir denn für Motor? Motoren brauchen Nanoröhren. Was brauchen Nanoröhren? Kohlenstoffsubstrat. Habe ich doch noch alles. Habe ich die Kieselsteine noch bei mir hier drin? Mein Gott, dass man immer gucken muss, was man braucht. So, Rolltore. 1, 2, 3 Rolltore noch. Geht doch. Also, sobald du... kleines Flugzeug hast oder großes Flugzeug, kleines Raumschiff oder großes Raumschiff hast, dann geht es eigentlich mit der Steuerung. Das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Nur mit dem Hoverbike, da stehe ich zum Beispiel persönlich auf, da stehe ich persönlich auf Kriegsfuß mit. Definitiv, also die machen keinen Spaß. Das könnte ich mir gerade erstmal noch bauen, ach, hier oben hängt eine Leuchte, deswegen kann ich hier oben erstmal nichts anbauen. Und hier ist die Tür wahrscheinlich. Hier kann ich wahrscheinlich auch nichts anbauen, ne? Ne, war mir schon wieder klar. Und da oben auch nicht. Ja, das ist, der Platz ist hier echt hart limitiert, aber hier oben geht das. Hier oben kann ich noch bauen. Aha, gut. Was fehlt mir denn noch? Treibstofftanks brauche ich nicht. O2 Station auch nicht. Vielleicht noch ein Energiekondensator. Wie sieht denn generell die Energieversorgung aus? 20% Energiespeicher. Ja, die Sonne will heute nicht so. Hier könnte ich mir noch einen Energiekondensator, könnte ich mir hier noch hinklatschen. Hat ein Problem mit dem Ding zum Erzabbauen gehabt. Bin 10-mal schneller mit der Drohne. Du meinst das normale Survival Tool hier, das Überlebensmodul? Ich habe so das Gefühl, dass das mit dem genauso schnell geht wie mit der Drohne. Und sobald du Multiwerkzeug T1 oder T2 hast, dann hat das den Abbaumodus nicht mehr. Dafür braucht man dann halt
den Bohrer und die Bohrerladung, aber die Bohrerladung kannst du erst nur mit Prometheum-Erz herstellen, um Prometheum-Erz erstmal zu finden oder ranzukommen, das ist schon erstmal, ist schon mal so ein Ding. Apropos, jetzt wollte ich erstmal gucken, was gibt es hier eigentlich generell? Ach nee, das Fahrzeug. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Nur die Standards einblenden. So, welches haben wir denn hier? Meiner? Der Standard. Hier ist noch ein normales Hoverbike. T1 Small Explorer. Level 8 Miner. Ja, also mit dem Bodengleiter als Miner. Nee, vergiss es. Nee, vergiss es. Tatsächlich. Da bist du pant tatsächlich schneller. Was dann nachher irgendwo mal Spaß macht, ist dann nachher, wenn du dann oben auf dem Großschiff bist und dann halt Mining Laser dran hast. Dann wird's interessant. Dann wird's richtig interessant. Vorgefertigtes Ding, kleiner Bohrer, ja. Als Bodengleiter, guck ich gerade. Meiner, brauchst du Level 8 für. Achso, nur ein Bohrer hat der dran. Level 7 meiner, ne? Der hat ein paar mehr Bohrer dran. Da dieses gelbe Ding. Der Bodengleiter. Nee, also wie gesagt, mit dem Bodengleiter in den Boden sich zu bohren. Nee. Nee, das würde ich auch nicht machen wollen. Nee, 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 nee. In einem Berg. In einem Berg kannst du es definitiv machen. Das, da spricht nichts gegen. Also wenn du ebenerdig bist und dann in einem Berg rein, das geht. Aber ich sag jetzt mal, in den Boden rein. Das ist, im Boden rein ist ein absoluter Graus. Im Boden rein ist ein absoluter Graus. Das geht nicht. So, wenn ich jetzt gleich die Rolltore auch noch überreden kann, dass sie nicht automatisch aufgehen, dann bin ich glücklich. Zack. Und jetzt müsste sich das eigentlich hier unten abdichten und jetzt hier auch gleich wieder wärmer werden. Weil die sind nämlich luftdicht, die Dinger. War Holz, waren die Holzblöcke auch luftdicht? Ja, die waren auch luftdicht. Also von daher müsste sich das auch gleich hier wieder geben. Ah, vorher konnte man hier besser die Dinger ziehen. Ja, probier's mal. Probier's mal, dich durch den Planeten durchzubohren. Ey, komm, hier ist alles luftig jetzt. Naja, komm, egal. Es ist auch jetzt alles luftdicht. Aber ich will die Rolltore. NSC kann Türen öffnen. Ah, ich kann die Rolltore. Kann ich nicht sagen, dass die dauerhaft zubleiben sollen. Naja, schade. Ist egal. Aber mich würde jetzt noch interessieren, wo es jetzt hier gerade noch reinzieht. Normalerweise müsste das jetzt hier gleich ein geschlossener Raum sein. Oder müsste das ein geschlossener Raum sein? Wie? Objekt im Weg. Lass mich natzen? So, ich wollte gerade sagen, hier ist doch kein Objekt im Weg. Ah, das Spiel manchmal. Es ist, ach, Grill. Naja, bauen wir uns erstmal hier weiter durch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben tatsächlich auch schon mal die ein oder andere Mal versucht, durch den Planeten durchzubohren. Ich glaube, irgendwann. Ich glaube, das schaffst du gar nicht. Ich glaube, das schafft man gar nicht. Wissen tue ich jetzt aber auch nicht. Aber wenn du mal so weit bist, dann sag mir mal Bescheid. Dann würde ich das aber nicht mit der. Würde ich das aber tatsächlich erst machen, wenn man den Bohrer hat. Nicht mit dem. Und nicht hier mit dem Survival-Tool. Dann könnte das schon eine lange Geschichte werden hier. Schon interessant, wie das Männchen hier vorne rumsteht.
ich muss aber tatsächlich jetzt noch eine Ebene weiter tiefer runter. Weil ich jetzt hier gerade nur so eine effektive Objekthöhe habe von 2 Blöcken. Was? Bei Space Engineers hast du schon mal geschafft, einen Planeten zu zerstören? Was? Was, das geht? Du kannst Planeten zerstören bei Space Engineers? Also ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, die Mechanik gibt es jetzt hier nicht her, dass du hier einen Planeten zerstören kannst, aber das ist interessant, dass du dass man in Space Engineers, dass man vanillamäßig einen Planeten zerstören kann. Was passiert denn dann? Bricht er dann in 2 Teile durch oder explodiert er dann oder wie oder wo oder was oder warum? Das nenne ich mal nice. Das, wow. Wusste ich nicht. Geil. Geile Geschichte auf jeden Fall. Planeten zerstören. Ich meine, in Space Engineers gibt es ja so viele Planeten, ne? Star Wars Effekt? Dann gehst du doch auch gleich mit drauf, oder nicht? Wenn der Puff macht. Dann gehst du gleich mit drauf. Ja, wenn es dann Buff gemacht hat. Geil. Ich stelle mir das gerade echt vor. So, Holztreppe. 1, 2, 3, Holztreppe. 1, 2, 3, Holztreppe. Also das muss ich mir tatsächlich dann mal. Also das muss ich mir tatsächlich dann einmal einmal zu Gemüte führen, wie das aussieht, wenn das Ding, wenn so ein Ding explodiert, ehrlich. So. Ein Hoch auf symmetrisch bauen oder was jetzt hier gerade? Ich mag es ja eigentlich symmetrisch zu bauen. Also noch eine Reihe raus. Ist ja kein Problem. Okay. Ich meine, okay, wenn du es im Singleplayer spielst, dann hast du sowieso keine Geschichten, die von anderen Spielern gebaut sind. Ich messe meine Drohne ein. Ich habe meine Drohne eingebuddelt. So. So, so. Aber so viele Planeten gab es auch gar nicht in Space Engineers. Oder vertue ich mich da? Da gab es auch gar nicht so viele. Gab es auch nur eine Handvoll. Oder hat sich das mittlerweile geändert? Ich meine, ich habe schon lange nicht mehr gespielt.
Okay, du hast einen 34 Zoll Monitor. Den habe ich nicht. Und auch kein Curved. Aber ich kann dir gerne mal kurz die Einstellung mal ganz kurz zeigen. Also, ich spiele auf den ganz normalen 1920x1080. Ansonsten Framerate, Helligkeit. Ansonsten habe ich alles so weit wie es geht auf hochgestellt. Außer die Tiefenschärfe, das mache ich nicht. Aber ansonsten habe ich alles hochgestellt. Und ich habe jetzt bei mir das Nvidia DLS ausgestellt und das AMD, je nachdem, welche Grafikkarte du hast, weil halt ich halt nur 1040p halt kann und nicht höher. Ich kann keine 2K, ich kann auch keine 4K. Deswegen, das ist noch alles ganz normal. Full HD. Hier die Einstellung. Sieht manchmal nicht ganz rund aus. Also wenn das so matschig aussieht. Texturauflösung, volle Auflösung, benutzer die. Blumen. Ach, Blumen könnte ich auch noch ausmachen, okay. Wenn das so matschig aussieht, dann liegt es meistens an den beiden Einstellungen hier unten, je nachdem, welche Grafikkarte du hast. Ich habe das vorhin auch gemerkt durch die neuen Grafikkartentreiber. Ich gehe mal ganz kurz hoch. Ich sag dir mal, wie das matschig aussehen kann. Weil das DLS hier und das AMD, was sie hier neu implementiert haben. Was heißt neu? Ist ja auch schon ein paar Updates her. Das ist noch nicht ganz ausgereift. Also. Die sieht ja jetzt, wie es jetzt aussieht, ne? Wenn ich jetzt mal DLS einschalte. Qualität. Grr. So. Dann sieht man schon den Unterschied. Das ist richtig, richtig Matsche. Bäh. Und man erkennt sofort den Unterschied. Deswegen. Kann vielleicht auch an der Einstellung liegen. Und wenn das aus ist, dann sieht es wieder vernünftig aus. Dann sieht es wieder gut aus. Holzblöcke. Ich habe noch 130 Holzblöcke. Holzstämme. Gucken wir noch mal ein paar Holzblöcke nochmal nachlegen hier. Für das Tiefbau-Experiment hier. Ja, Blumen mache ich noch aus. Das Blumen mag ich auch nicht. So. Ja gut, ich würde ja nur eins von beiden ausmachen. Entweder Nvidia oder AMD. Da halt beides halt aus. Also wenn ich jetzt AMD einschalten würde, hätte das jetzt sowieso keinen Effekt, weil ich jetzt keine AMD-Grafikkarte mehr drin habe. Seit Monaten. Aber ja. Aber das Spiel ist, oder sagen wir es mal so, das Feature mit AMD und Nvidia, das ist bei denen noch nicht ausgereift. Noch nicht wirklich ausgereift. Ich glaube, ich muss auf Erkundungstour mal gehen, dass ich einen Bohrer finde, beziehungsweise Bohrerladung finde. Das ist ja hier. Das ist ja mit dem Überlebenswerkzeug, ist das eine richtige Sisyphus-Arbeit. Sich hier nach unten und sonstiges überall hier durchzubuddeln. Manchmal ist das auch einfach auch ein, ist das auch ein Rumprobiererei, welche Einstellungen da jetzt am besten sind. Manchmal ist das echt ausprobieren. Zack. So. Wobei hier könnte auch noch was Schönes Abgerundetes hier demontieren. Ich weiß gar nicht, ob die dann abdichten.
Oh. Rampe C. Ja, so geht's da. Musst du auch mal auf den Tachometer mal schauen. Es ist ja auch Viertel nach, ne? Ja, schon Viertel nach 12. Viertel nach 11. Und ja. Den virtuellen Greenscreen, richtig. Weil alle anderen Lösungen, die es sonst so gab, haben irgendwie nicht funktioniert. Oder das Spiel war dann nachher am Ruckeln. Ne, die Cam war dann nachher am Ruckeln, genau. Ich hätte tatsächlich echt einmal hartes Cam-Ruckeln gehabt. Warum auch immer. Ja, bin ich mal gespannt, wie das hier noch weiter gedeihen soll. So. Gucken wir mal eben. Sup. Komm mal hier raus. Oder sind zu teuer? Was denn jetzt? Greenstreet? Ach so. Ach, die Softwarelösung. Ja. Die Softwarelösungen haben schon stolzen Preis, würde ich sagen. Man kann auch, wenn man genügend Platz hat, kann man sich ja natürlich auch den Greenscreen auch natürlich hier hin, kann man sich den auch ins Zimmer packen. Ja, ist aber nicht so schön. Ist nicht so eine elegante Lösung, das Ganze. So, Heißgetränke nehmen wir mit. Das lassen wir mal hier raus. Multiwerkzeug T2 hatte ich mal zwischendurch gefunden gehabt. Brauche ich ein Zelt? Keine Ahnung. Ich nehme einfach mal ein Zelt mit. Die Kraftstoffzellen Promethium. Die lasse ich mal hier. Die Marken auch. Wie sieht's aus? Kühlschranktechnisch? Gibt nichts mehr zu futtern? Okay. Nahrungsmittelprobleme. Wie schaut's denn hier aus? Hier gibt's ein paar O2-Flaschen noch. Und kein Sprit mehr. Und du bist fertig mit Sprit herstellen. Das ist auch schön. Ja. Ja, die Katzen würden sich freuen. Das ist richtig. Das stimmt. Ich müsste jetzt Level 8 sein. Kurz vor Level 9. Achso, Munition könnte ich mir noch ein bisschen herstellen. Ein bisschen Munition schadet nicht. Lass uns noch eben noch die Munition durchlaufen. Und dann gehe ich mal ein bisschen auf Erkundungstour. Genau. Bohrer könnte ich zwar schon herstellen, aber Bohrerladung noch nicht. Beziehungsweise Bohrerladung. Genau, die brauchen Promethium-Pellets. Erstmal Promethium finden. Apropos Promethium, gibt es jetzt hier? Kobalt gibt es hier. Eisen. Kohlenstoff. Silizium. Kupfer. Gibt es noch mehr Promethium auf dem Planeten? Das ist echt doof. Dass der Schalter noch an einer Ecke an der Wand ist, ja. Naja. Das ist ja hier der Würfelblock. Ne? Kann ich ja jetzt an allen Seiten kann ich das jetzt platzieren. Wenn ich den jetzt hier auf die Seite packen würde, dann wird der irgendwo hier mitten dran hängen. Der Schalter. Ich kann den Schalter auch hier an der Seite machen. Aber, ne? Und dann schaltet ihr. Das mit dem Schalter, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, weil jetzt. Ist der Konstruktor aus und mit dem Schalter, ne, ist klar, ist Konstruktor wieder an, spart halt Energie, spart halt Strom. Wenn wir gerade sowieso ein kleines Energieproblemchen haben fast, eigentlich nicht ganz, aber das passt schon. Ja. Können wir mal eben ganz kurz. Da, Signalgeber. Au, 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 au. Thank you.
Ich könnte jetzt den Schalter jetzt auch vermutlich an die Seite packen, genau. Dann hängt er genau da in der Luft. Der Schalter. Oder unter die Decke packen. Ja, unter die Decke jetzt nicht, aber. Ne? Ich könnte den Schalter auch dahin packen. Dann hängt er völlig in der Luft drin. Aber sowas von. Und hier hinten, an einem Nahrungsmittelprozessor habe ich ja hier auch einen dran. Ja, der hängt ja auch so komisch da durch. Komisch dran. Ach, Quatsch. Falscher Container. So. Dann wollen wir mal auf Dienstreise gehen. Ich könnte hinten zu dem Science Vessel. Warte mal hier, ich hatte noch irgendwo noch einen Broken Radar gesehen gehabt. Da, Broken Radar. Ah, könnte man mal hin noch mal gucken. So, Fahrkünste. Mal gucken, ob hier irgendwelche Viecher hier rumlaufen. So, aber ich glaube, hier in diesem Broken Radar gibt es, glaube ich, nichts. Nichts wirklich vom Wert. Schade. Zerlegen. Man könnte jetzt einfach nur wie so ein Weltmeister jetzt hier Stahlplatten farmen. Hier unten gibt es, glaube ich, noch Deko. Betonplot, den Betonblock zerlegen. Das wäre es jetzt. Stützt der ganze Mist hier ein. So, jetzt ist die Frage. Wohin als nächstes? Man könnte in Richtung Science Vessel könnte man schon mal fahren. Hier oben muss ja noch ein bisschen aufgedeckt werden. Ein Crest Shuttle. Man, ob man da was Schönes findet? Schauen wir mal. Genau. Knallst du irgendwo gegen, dann... Halt! Ich habe da was gesehen, was ich brauchen kann. Ich habe da was gesehen, was ich gebrauchen kann. Pflanzenproteine, ganz wichtig. Solange wir noch keine eigene Farm haben, ist das echt wichtig, die ganzen Sachen hier alle mitzunehmen. Genau, Dinos. Dinos, Dinos, Fleisch. Fleisch, Dinos, Dinos, nein. Ah, super, das wird jetzt hier... Eine Fahrreise im Wald. So, Knospen für Heißgetränke brauche ich nicht. Pflanzenproteine, Kinders. Pflanzenproteine brauche ich. So, können wir denn hier direkt abbauen oder... Ja, hier ist irgendwo ein Kern. Na super. Jetzt geht's erstmal auf Kernsuche. Ich habe in diesem Spiel gelernt, ich habe echt in diesem Spiel gelernt, keine Schalter umzulegen. Ich habe es echt gelernt. So, hier ist ein O2-Tank. Ist hier sonst noch was? Ein Bett zum Pennen. Eine Frachtbox, das ist gut. Oh, eine Multiladung. Hey. Eine Bohrerladung hätte ich jetzt aber bevorzugt. Achso, und dahinter ist der Kern. Hahaha. Aber ich bin ja risikofreudig. Ich mache jetzt mal
Schalter umlegen. Ach so, passiert nichts. Ah. Das war ja jetzt doof. Na gut. Na, mal eben kurz den Kern zerlegen. Jetzt gibt's ein paar Ressourcen. Ein paar Ressourcen. Was bist du? Das Licht. Du bist Deko, du bist Bett. Ja, Stahlplatten for the win. Stahlplatte. Upp. Der Schalter hat leider nichts bewirkt. Das ist ja das Problem. Stahlblock. Gibt es hier nur Stahlblöcke, Kinders? Wow. Natürlich. Ich muss natürlich runterfallen, ne? Ich habe gerade was grummeln gehört. Ja, Stahlplatten, warum nicht? Bruchstücke. Ja, super. Nee, sonst gibt es hier nichts Vernünftiges zum Einsammeln jetzt hier gerade. Außer, wie gesagt, Stahlplatten, ne? Aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ah, wollen wir mal gucken. In welche Richtung wollen wir jetzt fahren? Nach da unten hin. Was haben wir denn da? Ein Fragezeichen. Fragezeichen sind immer gut. Fragezeichen. Ein Shelter. Oh, und Level 9. Yeah. Level up. Frage, Shelter, kann ich abbauen? Ja. Es gibt auch nichts von den Betonblöcken zurück, ne? Genau, zu legen. So. Hier gibt's aber nichts. Hier gibt's nichts. Wie? Na, meistens ist hinter sowas immer noch. Mann, wie frustrierend das ist. Hier ist nichts. Außer wieder irgendwelche sinnlosen Rohstoffe wieder abbauen. Oh, ein Solar. Oh. Muss ich mir denn nicht bauen? Oh, okay. Zu spät. Sonst ist hier nichts. Keine Frachtkiste oder sowas. Nix Frachtkiste. So, wenn wir jetzt in... Ach, da gibt's eine Ressource. So, wenn wir in der Richtung fahren, dann kommen wir wieder in das Gebiet der Polaris Corp. Da können wir sowieso nichts abbauen. Aber die Ressource würde mich jetzt interessieren. Ja, erschießen Anfragen, hä? Schade, dass der Gleiter kein... Boah, ja genau. Dass der Gleiter keinen Scanner hat. Ein Eisenerzlager Mittel. Ja, das ist doch schon mal nice. So muss das doch schon mal sein.